Naja, gut. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich stelle fest, die Wirtschaftssenatorin führt die Hauptstadtfinanzierungsverhandlungen. Viel Glück, Frau Üser, also Respekt. Ja, eingangs, Herr Herberg, ich muss Sie doch ein kleines bisschen korrigieren. Ich weiß nicht, wo Sie die Beobachtung herhaben, dass der Bund in Berlin kein Geld zum Fenster rauswirft. Machen Sie mal eine Stadtrundfahrt. Ich empfehle Ihnen 3 Orte zum Anhalten. Chausseestraße, Band des Bundes, Schlossplatz. Da werden Sie einige Orte finden, wo man über die... Naja, es sind immerhin dreistellige Millionenbeträge, Herr Delius, pardon, und einfach Geld herausquetschen, auch wenn es Bundesmittel sind, mit Verlaub, auch Bundesmittel sind Steuergelder. So, also, ja, es sind Steuergelder, pardon. So, aber genauso mit solchen Schlagworten läuft leider Gottes, lief ab diese Debatte zum Hauptstadtfinanzierungsvertrag. Ich bleibe bei der Kultur, aber nicht nur, weil das ist sozusagen, hier haben wir das Problem in Nutze. Wir haben seit Beginn der Wahlperiode immer wieder versucht, Senat und Koalition irgendwie zu bewegen, der Öffentlichkeit dieser Stadt darzulegen, worin denn seine kulturpolitischen Leitlinien bestehen. Fehlanzeige, Totalausfall, nichts. Die Koalition hat keine, jedenfalls keine, auf die sie sich einigen konnte. Und dann noch zu erwarten, dass SPD und CDU ernsthaft gewillt seien, über Hauptstadtkulturfinanzierung respektive den Hauptstadtfinanzierungsvertrag überhaupt nachzudenken, liebe Kollegen, das scheint mir denn doch relativ naiv. Da kommt nichts, und die Beiträge der beiden Fraktionen haben auch gezeigt, dass da nichts kommt. Das kann man auch nachlesen. Herr Regierender Bürgermeister, jetzt spreche ich ihn mal an, auch wenn er hier mit Herrn Schröter irgendwie zugange ist. Frau Üser führt ja die Verhandlungen. Am 8. Mai haben Sie der Fraktion der Piraten mitgeteilt, was Sie unter Hauptstadtkultur verstehen als Kultursenator. Ich zitiere: Die Füllung des Begriffs Hauptstadtkultur erfolgt im Wege der Verhandlungen mit dem Bund. Bingo, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich übersetze das mal in gängiges Deutsch. Der Senat weiß nichts über den Begriff Hauptstadtkultur, er kennt ihn nicht. Herr Renner wird sich das wohl erst einmal von Frau Grütters erklären lassen. Frau Grütters ist schließlich Professorin, da muss sie sowas können. Aber jeder Schulmeister weiß, es gibt Zöglinge, bei denen es Hopfen und Malz verloren, da kann man so viel erklären, wie man will, es kommt wenig an. Auch auf die etwas verschwiemelte Frage der Piraten nach der Abgrenzung zwischen städtischer Kultur und Repräsentanzkultur, die in Bundeszuständigkeit falle, äußerte der Regierende Bürgermeister mit bemerkenswerter Öffentlichkeit, dass man sich darum nicht gekümmert hat, weil, Zitat, empirische Erhebungen und Evaluationen liegen zu dieser Frage nicht vor, Zitat Ende, und der Rest sei Verhandlungssache. Das ist so ungefähr wie der Sechser im Lotto mit Zusatzzahl. Wir wissen nicht, was wir wollen, aber wir verhandeln mal. Nun wäre es allerdings falsch, ich muss mich jetzt korrigieren, Herr Müller, und bei Ihnen entschuldigen, Ihnen vorzuwerfen, Sie wüssten nicht, was Sie da mit dem Bund verhandeln wollten. In derselben Anfrage, in derselben Antwort auf die Anfrage der Piraten erklären Sie mit einer bemerkenswerten Offenheit, der Senat sieht seine Verantwortung darin, wieder Zitat, die bisherige Kulturförderung des Bundes um weitere Fördertatbestände zu erweitern. Zitat Ende. Punkt, das ist es. Aber mit Verlaub, Herr Regierender Bürgermeister, das bewegt sich ziemlich hart an der Leitplanke, ich weiß, unparlamentarisch, das bewegt sich ziemlich hart an der, ich rüge mich, hart an der Leitplanke politischer Schnorrermentalität. Bleiben wir kulturvoll, darf ich ja. Mit derselben Emphase versuchte einst ein gewisser Herr Grünlich, dem Konsul Buddenbrook, angesichts seiner Brautwerbung um Toni Buddenbrook eine fette Mitgift aus den Rippen zu schneiden. Das Ganze ging schief und kann man bei Thomas Mann nachlesen. Fazit. Ja, er heiratete in die Pleite, Frau Kollegin, aber in eine Vollpleite. Fazit. Dieser Senat geht mit grottenschlechten Vorbereitungen in die bevorstehenden Verhandlungen. Seine kulturpolitische Nullkompetenz hatte er erst kürzlich im Zusammenhang mit dem Volksbühnenstreit, der Standortdebatte um die Galerie der Moderne, dem Berliner Anteil am Humboldt-Forum unter Beweis gestellt. Ich bin neugierig auf die weiteren Bauchlandungen, die noch kommen werden. Ich weiß nicht, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen der Piratenfraktion, was hier transparent gestaltet werden soll. Die Verhandlungen jedenfalls gestaltet der Bund. der hat hier sozusagen die Prokura. Der Senat von Berlin wird auf kleinliche Weise darüber feilschen, wie man die Summe, die der Bund gnädigerweise zur Verfügung stellt, möglichst schmerzhaft verteilen kann. Wenn man das unter Verhandlungen versteht, nun gut, her mit den Transparenzberichten. Ich bin neugierig darauf, was da steht. Ich fürchte aber, Sie werden von der Qualität der Drucksache 17/16/010 sein. Das ist die Beantwortung der schriftlichen Anfrage der Grünen. Hilft alles nicht weiter, ein sozusagen Peinlichkeit sondergleichen. Aber okay, schauen wir, was man daraus machen kann. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.